Herzlich willkommen zu Schwanzwedeln, dem Podcast für Hundefreunde. In einem Land, in dem der Tierschutz oft vernachlässigt wird und Hunde unter schrecklichen Bedingungen leben, hat sich Pro Dog Romania zum Ziel gesetzt, diesen Missständen entgegenzutreten und den Tieren eine Stimme zu geben. In unserem heutigen Interview werden wir mehr über die Arbeit von Pro Dog Romania erfahren, ihre Projekte kennenlernen und herausfinden, wie sie das Leben von Hunden in Rumänien nachhaltig verbessern. Seid gespannt auf inspirierende Einblicke und erfahrt, wie auch selbst ihr einen Beitrag zum Tierschutz dort in Rumänien leisten könnt. Herzlich willkommen, liebe Anna Langhammer. Vielen Dank, dass du heute Zeit für uns hast. Du bist die erste Vorsitzende des Vereins und kannst uns bestimmt einleitend mal erklären, wie der Verein eigentlich entstanden ist und warum ihr euch ausgerechnet in Rumänien engagiert. Ja, vielen Dank für die Vorstellung. Schön, dass ich hier sein darf. Und eigentlich geht es bei uns relativ unspektakulär los. Unseren Verein gibt es jetzt ja seit über 10 Jahren und wir haben, beziehungsweise war das einfach nur so ein lockerer Freundeskreis, in dem ich damals auch unterwegs war, hatte eine Kollegin ein Foto von einem Mann gesehen, der damals eine deutsche Lkw-Fahrerin nach Hundefutter angesprochen hatte, weil diese Lkw-Fahrerin immer so große Spendentransporte gemacht hatte. Und da hatten wir so ein Foto gesehen, wo ein Mann eben die Lkw-Fahrerin ansprach, weil er Futter bräuchte dringend für seine Hunde. Und irgendwie haben wir dann ein bisschen bei Facebook nachgeforscht, wer denn dieser Mann ist. Und dieser Mann ist Mischu Stojka gewesen. Und mit dem und über den zusammen hat das quasi alles so ein bisschen angefangen, dass wir da unten unsere erstes Tierheim gebaut und gegründet haben. Und das eine nahm dann so ein bisschen seinen Lauf und hat sich dann in ganz viele Richtungen ergeben. Und das war so der erste Kontakt, den wir da hatten. Und es ging uns eigentlich nur erstmal darum, um ausreichend Sachspenden zu haben und vor allen Dingen diesem Mann mit, er hatte damals, glaube ich, 30 Hunde, das Futter zu ermöglichen. Das war so der erste Impuls, den es da gab. Ja. Durch eine Zufallsbegegnung sozusagen, also. Genau. Ich hatte mich vorher schon im Auslandstierschutz sowieso beschäftigt. Also als Schülerin war ich auch öfter schon in Griechenland gewesen, hatte da geholfen. Im Studium war ich dann auch in Spanien gewesen. Und zu der Zeit, wo wir diesen Erstkontakt nach Rumänien hatten, hatte ich mich lange Zeit schon mit Kettenhunden dort beschäftigt, was ja auch immer noch ein ziemliches Thema da ist oder vor allen Dingen in den osteuropäischen Ländern eben. Und ja, ich hatte ja schon ein bisschen Auslandstierschutzerfahrung, aber eher halt in südlicheren Ländern, Osteuropa noch gar nicht. Und ich war damals schon sehr schockiert, wie da noch die Sachlage sozusagen ist und dass man das eigentlich überhaupt gar nicht vergleichen kann mit Spanien, Griechenland oder sonst irgendwas, sondern das war da wirklich noch sehr, sehr, sehr rudimentär und Tierschutz gab es da eigentlich noch gar nicht bis wenig. Es gab auch keine Anlaufstellen, also wir hatten super Probleme, da irgendwie überhaupt erstmal ein Netzwerk aufzubauen, Tierärzte zu finden. Das war da alles sehr rough noch, um es mal so zu beschreiben. Ja. Ja, vielleicht kannst du uns mal mitnehmen in die heutige Situation. Wie steht es denn heutzutage um den Tierschutz in Rumänien? Hat sich das großartig verbessert? Ich glaube, viele einzelne Dinge haben sich schon verbessert. Es ist, glaube ich, kein Geheimnis, dass wir immer noch wahnsinnig viele Hunde auf den Straßen haben. Und damit ist ja immer noch Rumänien sozusagen eher das Negativbeispiel für die Tierschutzbereiche. Also wenn man jetzt selber in Spanien oder in Griechenland oder sonst wo im Urlaub mal unterwegs ist, da sieht man vielleicht den einen oder anderen Hund mal oder Katzen vielleicht noch eher. Aber es gehört leider in Rumänien einfach noch zum Bild, dass die Hunde auf den Straßen umherlaufen, gerade an Parkplätzen bettelnd unterwegs sind. Und ich fahre ja auch häufiger mit dem Auto nach Rumänien, da ist das halt wirklich noch ein ganz klassisches Bild. Was sich auf jeden Fall geändert hat, dass Hilfe für diese Hunde auf jeden Fall möglich ist. Also in unseren Bereichen muss jetzt kein Hund, der angefahren worden ist, da irgendwie einsam vor sich im Straßengraben sterben, sondern es gibt Anlaufpunkte, wo er hinkommen kann. Ich glaube, dass sich auch relativ viel tut, was die Wahrnehmung der Menschen vor Ort in Rumänien angeht, also sprich die Bereitschaft, erstmal seinen Hund kastrieren zu lassen überhaupt, das zuzulassen. Wir bieten ja ganz oft so Kastrationsaktionen für Besitzertiere an, wo Leute ihre Hunde und Katzen umsonst bringen können. Und die kommen wirklich, nehmen das gerne entgegen und kommen wirklich gerne und kümmern sich darum. Und ich hatte jetzt vor 3 Tagen ein Telefonat mit unserer Tierärztin, dass sie unbedingt auch mit unserem Kastrationsmobil dann im Frühjahr wieder losfährt und da unterwegs ist. Weil das eben einfach das, was ganz, ganz wichtig ist. Und das ist, glaube ich, das, was sich schon durchaus verändert hat, dass es jetzt auch eine Infrastruktur gibt, dass rumänische Bürger einfach Anlaufstellen haben, wo sie hingehen können.
wenn sie jetzt Hunde selber auch gefunden haben oder wenn sie selber ein Tier haben, was sie kastriert haben wollen. Es sind natürlich sehr, sehr viele Tierschutzorganisationen entstanden in den letzten Jahren. Also als wir gestartet sind, gab es eigentlich nicht viel. Neben der Smeura war da eigentlich niemand so richtig unterwegs, um es jetzt mal als größere Organisation zu nennen. Aber mittlerweile gibt es halt ganz, ganz viele kleine Stellen und Bereiche, wo wirklich Arbeit getan wird jeden Tag. Ja. Wie leben Hunde in Rumänien? Gibt es da eigentlich so den klassischen Familienhund, wie es ihn hier in Deutschland normalerweise gibt? Ich glaube, da kann man so verschiedene Kategorien aufmachen. Es gibt einmal wirklich den völlig verwöhnten kleinen Besitzerhund, meist irgendwie Malteser, irgendwas Weißes, kleines Wuscheliges, was dann gefühlt dreimal die Woche gebadet und parfümiert wird. Diese Kategorie gibt es. Dann gibt es gerade in ländlichen Bereichen sicherlich auch Hunde, die eher meistens irgendwie im Garten oder auf dem Hof gehalten werden, aber die grundsätzlich auch ein gutes Leben haben bei ihren Menschen. Dann gibt es noch die Kategorie Hund, die so halb zugehörig einer Familie ist, die da irgendwie am Haus gefüttert wird und dabei ist. Und dann gibt es halt die Rubrik, die wirklich nie bei einem Menschen gelebt hat, auf der Straße geboren worden ist und da halt eben unterwegs ist und sich so da seine Strategien bildet. Entweder sehr freundlich, bettelnd oder eben halt auch wirklich Angsthund und ausweichend. Ich glaube, das sind so die Kategorien. Man sieht immer mal wieder auch wirklich Leute, die vernünftig mit einem Hund spazieren gehen, das ist so relativ normal wirkt, aber das ist eben nicht so die Norm. Ja. Gibt es denn dort immer noch die Kettenhunde, von denen du eben gesprochen hast? Weil erschreckenderweise habe ich sowas auch schon leider auch in Griechenland gesehen, dass es das da auch noch gibt, vereinzelt. Wird das da noch praktiziert sozusagen? Ja, bei vielen wird es noch praktiziert, einfach und ergreifend aus dem Sachstand heraus, dass viele Familien einen großen Hund irgendwie als Schutz haben wollen, aber keinen Zaun bauen können oder keine Ressourcen haben, um einen Zaun zu bauen. Dann wird er halt kurzerhand einfach irgendwie angeflockt und kriegt halt da ein kleines Hütchen hingestellt und fristet da sein Dasein. Und da hilft eigentlich halt auch wirklich nur Aufklärungsarbeit und den Menschen klarzumachen, braucht ihr da wirklich jetzt einen Hund? Ist das wirklich so wichtig? Können wir euch vielleicht einen Zaun bauen? Was erfahrungsgemäß nie irgendwas bringt, ist, diesen Hund da wegzukaufen und abzukaufen, weil spätestens nach 6 Monaten sitzt der Nächste an der Kette da an diesem Platz. Das ist halt das, was man sich auch klar vor Augen führen muss, dass man natürlich kurzerhand für diesen Hund die Welt dieses Hundes sicherlich verändert, aber dass es nicht die Lösung des Problems ist halt, ne? Und das hängt schlicht und ergreifend aber, glaube ich, auch einfach mit der Armut zusammen, die in diesem Land einfach halt herrscht. Ja. Euer Gründungsjahr war jetzt nochmal wann? Unser Gründungsjahr war 2012. Wow, also gibt's euch tatsächlich schon richtig lange. Ja. Auf eurer Homepage kann man auch sehen, dass ihr einige Projekte seitdem aus dem Boden gestampft habt oder zumindest habt ihr im Moment einige Projekte am Laufen. Vielleicht kannst du beispielhaft mal ein bisschen was vorstellen, was ihr macht. Du hast eben schon von eurem Kastrationsmobil gesprochen. Ihr habt aber mittlerweile auch einige Tierheime, die halt unter eurer Obhut stehen sozusagen. Ja, vielleicht erzählst du mal, was ihr so macht. Ja, wir sind ja ganz unterschiedlich aufgestellt. Wir sind selber ein Tierheim gebaut in Balea Culana. Das ist in einem sehr ländlichen Bereich in den Karpaten. Das war quasi so unser Startschuss. Da gibt es jetzt eigentlich ein Tierheim, wie man es sich vorstellt, mit den Zwingern, Quarantäne, Veterinärgebäude und so weiter. Und da finden auch regelmäßig Kastrationsaktionen statt. Da steht unter anderem auch das Kastrationsmobil. Und da arbeiten wir mit einem Tierärzte-Team aus Timișoara zusammen, die immer regelmäßig kommen. Das ist so das, ja, der Heimathafen sozusagen gewesen. Vor 2 Jahren haben wir dann auch in diesem Bereich ein Open Shelter gegründet mit 2 größeren Freilaufarealen, wo eben große Hundegruppen, also in der Regel eigentlich sehr, sehr scheue Hunde, leben können in einer Gemeinschaft, die wir nicht vermitteln können, die aber auch halt nicht 10 Jahre lang in einem kleinen Zwinger sitzen sollen. Das ist auch jetzt im letzten oder vor 2 Jahren eigentlich entstanden. Dann sind wir noch im öffentlichen Shelter in Bukow aktiv. Das ist das größte Shelter, wo wir ja jetzt nicht die Leitung haben, aber wir werden dort, das ist ein städtisches Shelter, werden dort akzeptiert und dürfen da arbeiten und unterstützen und haben dann noch in Campina ein kleineres Shelter mit einer anderen Tierschutzorganisation zusammen. Das ist jetzt auch in privater Hand, da arbeitet unsere Kollegin Miaela vor Ort und dann gibt es noch ein 4. Projekt, was aber auch privat ist, wo eine private Tierschützerin aktiv ist, die Angela, mit der wir da gut und eng zusammenarbeiten und ja, da kommen schon jetzt ein paar tausend Hunde zusammen, für die wir da verantwortlich sind, Angestellte, für die wir verantwortlich sind, ja, und ein ganzes Netzwerk, was sich darum so aufgebaut hat.
Wow, ganz schön viel Arbeit, denke ich mal. Was ist eigentlich für dich die Motivation? Warum schlägt dein Herz so sehr für diese Tiere, die in Not geraten? Was treibt dich da immer wieder an? Mich treibt es, glaube ich, an, dass wir mittlerweile eigentlich ganz schön viel zusammen schaffen und für ganz schön viele Hunde was möglich machen können. Ich betreue ja hier auch den Haltepunkt in Duisburg. Das heißt, wenn die Transporte hier ankommen, das ist, glaube ich, sicherlich so das, wo das Herz am meisten aufgeht. Die Arbeit, wenn die Hunde wirklich hier dann in gute Hände kommen und man sie vor Ort vielleicht auch kennengelernt hat und sie hier gut durchstarten können und ein tolles Leben haben. Wir haben ja auch immer diese Vorher-Nachher-Bilder, die wir da immer zeigen, wo man wirklich sieht, dass sich für den Hund wirklich die ganze Welt verändert hat. Gleichzeitig geht es mir aber auch, eigentlich ist mein Antrieb, ich weiß nicht, ob ich das noch erleben werde, geht es mir eigentlich darum, dass wir eigentlich nicht mehr gebraucht werden, sondern dass sie das vor Ort eigentlich alleine auf die Reihe bekommen und dass sie verstehen, wie eigentlich ein Tierheim strukturiert sein muss, was eigentlich die Grundbedürfnisse eines Hundes sind, dass ich auch in einem Tierheim tolle Hunde finden kann, dass ich meine Hündin durchaus kastrieren lassen kann und sie ist nach wie vor derselbe Hund und hat nicht eine Wesensveränderung oder ist mir fremd. Darum, das ist, glaube ich, eigentlich meine Motivation, dass wir irgendwann einfach nicht mehr gebraucht werden und das System sich da selber erhalten und retten kann, sozusagen. Weil es kann nicht unsere Lösung sein, alle Hunde, die in Rumänien irgendwie haltlos sind, hier hinzuholen. Das kann nicht die Lösung sein. Und für viele Hunde wird es auch niemals eine Option sein, hier nach Deutschland zu kommen, weil sie einfach nicht kompatibel sind für das, wie ein Hundeleben hier eigentlich geführt wird. Und da muss man auch ganz, ganz ehrlich sein, dass man auch eigentlich nicht zugucken kann, wie diese Hunde dann ihr Leben in kleinen Betonpferchen verbringen. Und wie sie einmal am Tag füttern, das kann es halt auch nicht sein. Und da muss es irgendwie grundsätzlich was. Aber das ist, glaube ich, noch ein Prozess, der viele, viele Jahre dauern wird. Und immer wieder gebetsmühlenartig sich selber zu sagen, dass das klappt und dass das irgendwie laufen wird. Ja. Ja, wäre schön. Ich drücke die Ja. Daumen dafür auf jeden Fall. Jetzt hast du es ja gerade schon angesprochen. Vielleicht können wir deswegen mal ein bisschen näher darauf eingehen, die Adoption der Hunde. Also ihr bringt auch tatsächlich Hunde hierher, die dann hier von Menschen adoptiert werden können und in ihre Familie aufgenommen werden können. Wie funktioniert das und was für Hunde empfängst du dann immer hier? Wir haben eigentlich drei Gleise sozusagen, auf denen wir fahren, wenn wir unsere Transporte planen. Wir arbeiten ja unter anderem auch mit ganz vielen Pflegestellen zusammen. Wir haben über 100 Pflegestellen mittlerweile, die deutschlandweit für uns da tätig sind. Und weil wir eben auch den Menschen hier anbieten wollen, dass sie den Hund erstmal in Ruhe kennenlernen können und die nicht eben direkt adoptieren müssen. Dann gibt es natürlich aber auch die Möglichkeit, dass ich direkt adoptiere, dass ich sage, ich traue mir das zu. Ich kriege das auf die Reihe. Ich schaffe das mit einem Hund, der noch nicht viel kennt. Und dann gibt es natürlich auch noch unsere vielen Kooperationspartner, also sprich Tierschutzorganisationen oder Tierheime, die Hunde von uns aufnehmen und die man dann auch ganz entspannt suchen kann. Wir haben in der Corona-Zeit eine ganze Menge gelernt, weil da ja ganz viele Menschen einen Hund auf einmal haben wollten Ja. und haben für uns da so ein paar Schlüsse gezogen, dass eben für viele, viele Menschen eine Direktadoption sicherlich nicht der richtige Weg ist, sondern dass wir ganz klar sagen, also wenn du noch nie vorher einen Hund gehabt hast und keine Hundeerfahrung hast, wirst du keinen Hund direkt aus Rumänien von uns bekommen, weil das eine Mischung ist, die nicht funktioniert. Also der Hund hat keine Ahnung, wie das Leben hier funktioniert und du selber halt auch nicht. Und das ist eine Mischung, das kann richtig nach hinten losgehen. Und dann haben wir nämlich genau das, was wir eigentlich nicht wollen, dass unsere Hunde, die wir hingeholt haben, dann zu Wanderpokalen werden oder hier in einem deutschen Tierheim dann Plätze verstopfen für deutsche Abgabehunde. Da sind wir ziemlich sensibilisiert mittlerweile und haben ja eben auch durch unsere viele Pflegestellen eine tolle Hundeauswahl hier, die man ganz entspannt vorher besuchen kann. Über die Hunde können wir viel, viel mehr sagen und da gucken wir schon relativ genau mittlerweile. Nichtsdestotrotz machen wir uns weiterhin auch stark für direkte Adoptionen aus dem Ausland, weil wir eben ganz, ganz viele Beispiele haben, wo das wunderbar funktioniert. Und wo Leute eben sehr erfahren sind und schon auch andere Hunde haben und das sehr, sehr gut auf die Beine gestellt bekommen. Für uns ist natürlich auch ganz wichtig, dass wir unsere Hunde kennen, die wir vermitteln. Das heißt, wir sind sehr oft vor Ort in Rumänien mit verschiedenen Erfassungsteams, die dann da eine Woche bei den Hunden sind und die Hunde kennenlernen, wie das eben in dem Umfeld möglich ist. Ich kann natürlich immer nur begrenzt etwas über das Tier sagen, was ich da in 15 Minuten in diesem Zwinger sehe. Ich kann niemals sagen, ob der Hund gut an der Leine läuft, ob er viel bellt, ob er einen Jagdtrieb hat, ob er Katzen mag, ob er Kinder mag. All das kann ich nicht sagen. Und deswegen raten wir auch immer Familien, die jetzt kleine Kinder haben, also wir sagen immer so unter 7, 8 Jahre, dass sie unbedingt bei den Pflegestellen schauen sollen, weil die können eben sagen, wie reagiert dieser Hund denn jetzt hier gerade auf Kinder?
Und damit haben wir natürlich unsere Rückläuferquote sehr, sehr minimiert, weil wir da sehr selektiv vorgehen. Und das ist eigentlich was ganz, ganz Schönes. Und damit können wir auch eigentlich immer beweisen, dass eine direkte Adoption aus dem Ausland gut funktionieren kann, wenn sie gut geplant ist und vorher gut geschaut wurde, ob das zusammenpasst. Hervorragend, sehr schön. Ja. Nun seid ihr ja ein Verein. Ich denke, ihr finanziert euch sehr stark aus Spendengeldern, die ihr bekommt. Oder wo kriegt ihr das Geld her, um das alles auf die Beine zu stellen? Und vielleicht machst du auch mal einen kleinen Aufruf, wie man euch da helfen kann. Ja, also all unsere Arbeit, all das, was vor Ort läuft, oder sei es auch hier die Rechnung für einen Pflegehund, der jetzt zum Tierarzt muss, wird über Spenden generiert. Wir arbeiten alle komplett ehrenamtlich. Da muss man mittlerweile auch sagen, da sind jetzt fast 90 Leute ehrenamtlich im Team sozusagen dabei, kümmern sich um alle Abläufe, um die Transporte, um die Vermittlung, die Betreuung der Pflegestellen, das ganze Buchhalterische, was mittlerweile im Hintergrund abläuft, weil das sind ja ganz, ganz, ganz viele kleine Buchungen, die wir da haben, kleine Spenden, kleine Beiträge. Jetzt ist gerade die Zeit, wo wir die Spendenbescheinigung fertig machen. Das ist natürlich ein Riesengewusel im Hintergrund. Und ich glaube, wir alle schaffen das so gut neben eigenen Tieren, Job, Familie und so weiter, weil das Team eben so gut funktioniert. Mhm. Ja, gleichzeitig ist es natürlich auch eine große Herausforderung für jeden. Und es ist natürlich für uns auch immer ein großes Wagnis, weil das Einzige, was wir monatlich wirklich fix haben, sind ja unsere Beiträge aus den Patenschaften, wo wir wissen, das sind unsere Paten, die haben monatlich einen Dauerauftrag. Oder es gibt ja auch Leute, die einen festen Spendenbeitrag jeden Monat leisten. Das ist ja die Summe, mit der wir fix quasi arbeiten können. Und alles andere, da müssen wir halt immer schauen, dass wir das gut auf die Beine gestellt bekommen. Wir haben mittlerweile ein System entwickelt, das nennt sich Rettungspatenschaft. Da kann ich also eine Patenschaft für einen Hund übernehmen und dann auch dabei mithelfen, dass er auf eine Pflegestelle reisen kann. Und beteilige mich dann bei den Transportkosten, die natürlich auch anfallen. Ich unterstütze dann aber auch den Hund, wenn er auf seiner Pflegestelle angekommen ist, übernehmen da vielleicht die Tierarztkosten. Wir haben auch Gnadenplatzpaten. Wir haben auch einige alte Hunde, die auf Gnadenplätzen hier sind, wo dann diese Paten eben dafür sorgen, dass der Hund alles hat, was er so braucht. Die Patenschaften sind, glaube ich, für uns eigentlich so der wichtigste, das sicherste Bein, auf dem wir stehen, weil das eben der fixe Betrag ist, mit dem wir jeden Monat planen und arbeiten können. Und deswegen sind für uns Patenschaften halt, glaube ich, eigentlich so von größter Bedeutung. Und der nächste Part eigentlich, der immer der allerwichtigste ist, aber immer der schwierigste ist, um dafür Spenden zu generieren, sind tatsächlich die Kastrationsaktionen. Mhm. Weil das, glaube ich, eher weniger mit dem Retten des Hundes zu tun hat, sondern etwas nachhaltig sozusagen vor Ort verändern möchte. Und das Ergebnis ist aber nicht so unmittelbar zu sehen. Wenn ich jetzt für eine Ausreise spende, dann sehe ich, okay, der Hund ist eine Woche später sicher in Deutschland angekommen. Das ist ja wesentlich emotionaler noch, als wenn ich jetzt für eine Kastration spende. Ne? Und da merken wir natürlich, da müssen wir ziemlich kämpfen, dass wir die Gelder da zusammenbekommen, weil Kastrationen, gerade auch für Besitzer, Hunde und Tiere, müssen einfach auch fast nahezu kostenlos sein. Wenn ich den Leuten jetzt auch noch 25 Euro für eine Kastration abknüpfe und sie haben selber nur 150 Euro im Monat, dann wird das schwierig. Auf jeden Fall. Ja. Ja. Wie viel Geld muss denn jetzt einer von meinen Hörern oder Hörerinnen, die uns jetzt hier zuhören, in die Hand nehmen, um eine Patenschaft bei euch zu ergattern? Patenschaften gibt es bei uns ab 7 Euro im Monat. Das ist so der kleinste Betrag und danach bin ich ganz frei und kann dann selber aufstocken. Wir haben aber zum Beispiel auch das Teaming, nennt sich das. Da kann man jeden Monat 1 Euro spenden und da haben wir jetzt mittlerweile auch ganz schön viele Leute, die halt jeden Monat einfach 1 Euro spenden. Und das sind auch jetzt schon einige Tausend, die da zusammenkommen jeden Monat und die uns da auch helfen. Womit wir aber auch immer noch einen richtig tollen Erfolg haben, ist mit unseren Spendendosen. Mhm. Die kann man bei uns auf der Homepage einfach online anfordern. Genauso auch wie Flyer, die kriegt man dann kostenlos einfach zugeschickt. Und erst letztens hatten wir wieder auch einen Friseursalon, der uns eine riesenvolle Spendendose halt zurückgebracht hat. Und das ist halt super. Also das ist, hilft halt auch extrem, wenn da wirklich immer wieder da sind 100 Euro drin, da sind 100 Euro drin. Und das läppert sich einfach irgendwie. Ja, ja. Ich habe mitbekommen, dass man auch bei einigen Geschäften einkaufen kann und dann kleine Gelder an euch fließen. Zum Beispiel auch, wenn man Hundefutter kauft oder andere Dinge für die Tiere. Und ist das denn auch gewünscht, Futterspenden an euch zu schicken oder ist das Quatsch? Nee, das funktioniert schon sehr gut. Wir haben viele Sammelstellen deutschlandweit und wir haben ja alle 14 Tage unseren Transport. Und entweder meistens fahren wir mit 2 großen Autos, manchmal sogar auch mit 3. Und die fahren ja nie leer zurück. Die können 500 Kilo Sachspenden halt einladen. Mhm. Und wenn ich 2 Autos dann zurückschicken kann, ist es quasi 1 Tonne an Futter, die wieder runterfährt. Und deswegen ist das natürlich immer das Allerwichtigste. Also was die Leute fragen ja oft, kann ich euch Decken schicken, Geschirre, sonst irgendwas? Da ist wirklich Futter, Nassfutter, Trockenfutter,
Welpenfutter immer das, was wir absolut brauchen. Mit Decken und Co. arbeiten wir eher weniger, sondern wirklich, es ist halt rough, einfach mit Stroh und einer guten Holzhütte, weil eine Decke wird voll gepieselt und wenn ich 1000 Hunde betreuen muss, kann ich nicht von jedem die Decke waschen jeden Tag. Deswegen ist da wirklich Futterspenden immer schon das, was ganz, ganz wichtig ist. Wir haben auch oft Adoptanten, wenn die ihren Hund vom Transporter abholen, dass sie direkt einen Futtersack mitbringen, den wir zurückfahren lassen können. Ne? Ja. Also das geht auch gerne. Da gibt es auch auf unserer Homepage dann das Netzwerk dazu und einen festen Ansprechpartner und da kann man sich dann informieren, wo man seine Spenden hinbringen kann. Super. Ja, das ist so eine schöne Geste, wenn man da direkt den Futtersack mitbringt als Rücktransport. Ja. Wie sieht's denn mittlerweile mit dem Tierschutz in Rumänien aus? Ich habe irgendwie in den letzten Wochen immer mal so mit einem Ohr im Radio oder so nebenbei gehört, dass es da eventuell Änderungen geben soll. Ja, soll es, aber das ist, da habe ich mittlerweile auch die Erfahrung gemacht, ich halte mich da immer ganz, ganz, ganz zurück, bis final etwas entschieden ist. Das war nämlich schon sehr oft so, dass da irgendwas passieren sollte oder dass sich auch in den Tierheimen was ändern sollte, auch strukturell. Also wir erleben jetzt, dass unsere Tierheime schon relativ häufig auch wirklich kontrolliert werden und dass es da mittlerweile auch Auflagen gibt, wie das zu halten ist. Also wie ein Zwinger betoniert sein muss, wie die Quarantänestation auszusehen hat. Die bekommen auch quasi eine Betriebserlaubnis sozusagen, die natürlich dann auch nach einer Zeit erlischt. Das erleben wir jetzt aktuell schon. Also ich weiß jetzt nicht genau, es sind eher die privaten Shelter, die oft kontrolliert werden. Das eigene städtische Shelter wird eher nicht so häufig kontrolliert. Okay. Da kann man jetzt auch wieder Böses vermuten. Wir nehmen das aber gerne hin. Jeder, der uns kontrollieren möchte, kann das gerne tun. Und das sagen wir auch immer, wenn wir die Hundetransporte haben, da werden wir, es kann durchaus passieren, dass die Polizei die Wagen dann mal rausholt und mal kontrolliert. Das kann jeder gerne tun. Wir haben da ja nichts zu verbergen. Es ist ja alles angemeldet. Und das ist so ein bisschen das, was wir jetzt schon in Rumänien auf jeden Fall merken, dass da ein bisschen was geht. Wo jetzt gerade wirklich dran gearbeitet wird, ist ja die Kennzeichenpflicht der Tiere, dass wirklich klar ist, der Hund ist gechippt. Wenn der auf der Straße rumläuft, muss der einen Chip haben und dieser Chip führt mich zu seinem Besitzer. Ah, okay. Und dass man daran eben halt auch kontrollieren kann, ist dieser Hund kastriert oder nicht. Zumindest beim Rüden kann ich das ja ziemlich schnell erkennen. Und dass es wirklich dann auch mit einer Strafe sozusagen belegt werden soll, wenn ich meinen Hund auf der Straße umherlaufen lasse und er ist nicht kastriert. Mhm. Das ist das, was in Planung ist. Da stelle ich mir jetzt natürlich aber wieder die Frage, wer kontrolliert das alles? Wer ist da hinterher? Was ist, wenn der Hund nicht kastriert ist? Wenn die Besitzer sich weigern, ihn kastrieren zu lassen? Das sind ja ganz viele Steps, die da ablaufen müssen, ganz viele Kontrollinstanzen, damit das funktioniert. Und das ist, da sind wir, glaube ich, wieder bei dem strukturellen Problem, was Rumänien einfach hat, dass da ganz viele organisatorische Dinge halt einfach nicht so gut funktionieren und laufen, wie sie eigentlich müssten, um sowas dann auch durchzusetzen. Hm. Aber natürlich wäre es schon mal der richtige Schritt, damit man überhaupt eine rechtliche Handhabe hat und den Leuten auch ganz klar sagen kann, hier, du musst deinen Hund chippen lassen und wenn du einen Hund hast, bist du dafür verantwortlich. Ja. Das ist ja gerade eben nicht so. Gerade eben ist es so, ich habe zwar einen Hund, aber der läuft irgendwo auf der Straße drum. Oh, jetzt ist meine Hündin trächtig. Oh, jetzt habe ich 6 Welpen. Was mache ich denn damit? Und so ist es ja immer das Problem. Und es ist auch kein Geheimnis, dass die Straßenhundpopulation von Rumänien zum größten Teil von Besitzerhunden abstammt. Das sind die Nachkommen von irgendwelchen Hunden, die irgendjemandem gehören. Das ist ganz klar mittlerweile. Und da muss natürlich regulativ und politisch irgendwas getan werden. Ansonsten drehen wir uns da immer im Kreis. Ja, deswegen sind auch eure Kastrationen so wichtig. Also ich kann das schon vollkommen verstehen. Anna, erzähl mir doch mal, was ist eigentlich die schönste Geschichte, die du erlebt hast, seitdem du dich für ProDog Rumänia so engagierst? Oh, ich glaube, es gibt gar nicht die schönste Geschichte. Ich weiß, als ich das erste Mal nach Rumänien gefahren bin, habe ich gedacht, es werden ganz grauenvolle Dinge passieren. Ich werde ganz schlimme Dinge sehen und es ist ein ganz schlimmes Land. Und ich musste jetzt über die 10 Jahre, wo ich da regelmäßig hinreise oder fast jetzt auch schon länger, ist ja schon jetzt auch 2024, feststellen, dass es eigentlich ein wunderschönes Land ist mit ganz vielen tollen, netten Menschen, die alle irgendwie, also der Großteil sehr, sehr gastfreundlich ist, eigentlich bemüht ist, sicherlich auch, glaube ich, schon enttäuscht ist vom politischen Geschehen oder von dem nicht vorhandenen Fortschritt, der da immer wieder seit Jahren in der gleichen Maschinerie kreiselt. Das ist, glaube ich, auch demotivierend. Ich kenne da ja auch einige junge Menschen jetzt, die unter 30 sind beispielsweise, die da in einer völligen Perspektivlosigkeit halt einfach rumhängen und da nicht viel passiert. Und trotzdem muss ich sagen, habe ich ganz, ganz viele tolle Erlebnisse da gehabt. Und immer wenn ich dort bin und auch in den Tierheimen arbeite und wirklich da an der Naht sozusagen bin, passieren natürlich auch viele traurige Dinge und man sieht da die Hunde und ich sehe teilweise Hunde 5 Jahre hintereinander immer im gleichen Zwinger sitzen.
merkt man aber trotzdem, dass das alles eigentlich richtig ist, was man da tut und was man da macht und dass man da versucht, wirklich Jahr für Jahr für Jahr durchzuhalten und dass alles so weiterhin laufen kann und vielleicht sogar auch noch ein bisschen besser wird. Und ich glaube mittlerweile, dass das, was die richtig guten Geschichten ausmacht, ist eben, was wir mittlerweile so an Struktur bei uns auch im Verein haben, wie ruhig das alles läuft, obwohl eigentlich so viel passiert jeden Tag, wie das klappt, auch wenn die Transporte da sind und wir wirklich da 3 Autos in verschiedene Himmelsrichtungen schicken und da teilweise bis zu 100 Hunde ausreisen. Das ist alles ganz ruhig und ganz ohne Spektakel eben abläuft. Und das finde ich eigentlich sehr, sehr schön und sehr, sehr, sehr gut, weil eigentlich ganz am Anfang, ich wollte niemals in einem Verein sein, ich wollte niemals Mitglied eines Vereins sein und ich wollte niemals irgendwas mit irgendeiner sogenannten Vereinsmeierei zu tun haben, weil ich immer gemerkt habe, also die Leute, die schießen sich gegenseitig ins Aus und nichts geht mehr. Und eigentlich machen wir das, glaube ich, über die Jahre hin sehr, sehr gut, sehr, sehr ruhig und sehr ohne großes menschliches Spektakel nebenher. Weil das ist beim Tierschutz da leider auch so, dass man das feststellen muss, dass da auf ganz viel Knies und ganz viel Ärger ist zwischen den Menschen, die eigentlich was Gutes vorhaben. Okay. Und dass das bei uns eigentlich ganz, ganz ruhig läuft und wir zusammen echt viel schaffen. Ich glaube, das ist so das Schöne. Deswegen, ich kann gar nicht so eine einzelne Sache rauspicken. Es ist, glaube ich, diese Liebe zu diesem Land, die sich über diese Jahre entwickelt hat und diese vielen Menschen, die ich da auch kennengelernt habe, die auch seit Jahren versuchen und jeden Tag wieder sich dahin stellen. Und das, was, glaube ich, hier in Deutschland halt einfach passiert ist über die Jahre. Also ein sehr schönes Beispiel für einen gut funktionierenden Verein. Ja, und der auch, glaube ich, so natürlich gewachsen ist einfach. Ja. Also man muss es jetzt auch mal auch nicht alles schöner. Es gibt sicherlich auch Tage, wo wir hier sitzen oder wo wir im Vorstand sitzen und sagen, warum machen wir das ja eigentlich alles? Also da stellt man sich manchmal schon die Sinnfrage. Also solche Tage gibt es auch. Das ist aber, glaube ich, normal und ich glaube, das gehört auch dazu und dann geht es auch irgendwie wieder weiter. Ja. Ja. Dann würde ich dich jetzt ganz gerne mal zu deiner eigenen Hundelebensgeschichte fragen, denn ich bin mir sicher, da gibt es auch was zu erzählen. Wann hattest du denn so die ersten Erfahrungen mit Hunden in deinem Leben? Ich habe mit 14 tatsächlich meinen ersten Hund adoptiert. Es war eine ziemlich, ziemlich wilde Mischung und ich glaube, mein Vater war auch ziemlich entsetzt, aber da musste ich durch. Es war ein junger Schäfer und Mix aus Griechenland und so bin ich an den Tierschutz gekommen, weil ich mir die Frage gestellt habe, warum kommt der aus Griechenland hier hin? Und dann bin ich tatsächlich mit, glaube ich, 16 das erste Mal nach Griechenland geflogen in meinen Schulferien und habe mal geguckt, wo da mein Hund herkommt, weil ich das gerne wissen wollte. Und den hatte ich auch viele, viele Jahre. Und dann hatte ich tatsächlich immer so Secondhand-Hunde bei mir, die niemand mehr haben wollte. Ja. Die auch so ein bisschen, ja, schon ihre Special Effects alle hatten. Und jetzt zur Zeit habe ich tatsächlich im Moment keinen Hund, weil ich es zeitlich gerade irgendwie gar nicht alles unter einen Hut bekomme und ja eben auch weiß, dass man nicht einen Hund hat, um ihn 8 Stunden am Tag allein zu lassen. Aber ich bin da immer ja in guten Kontakt. Meine Mama hat einen Gnadenhof für Hunde, wo eben auch ganz viele von unseren Rumänen da unterwegs sind. Und da bin ich ja ganz viel und arbeite da mit und helfe und bin da ja unmittelbar bei unseren Rumänen dann quasi mittendrin und dabei. Und das ist eine gute Geschichte. Aber ich denke, ich werde auch irgendwann ganz bald mal wieder das so auf die Beine gestellt bekommen, dass ich hier auch einen Hund haben kann. Ja. Du brauchst einen Schulhund. Ich habe gehört, du bist Lehrerin. Ja, ich bräuchte einen Schulhund. Das Problem ist aber, dass habe ich auch schon mit meiner Schulleiterin tatsächlich drüber gesprochen, die mich da auch immer bestärkt. Aber ich mag halt gerne die Hunde, die Kinder nicht mögen. Das ist immer so das Problem. Ich mag eigentlich gerne die Hunde, die Menschen nicht so gerne mögen. Und das ist dann in der Schule immer ein bisschen schwierig. Da bräuchte ich ja wirklich so einen tiefen, entspannten Labrador oder so, der da mitkommt. Aber das passt dann zu mir irgendwie nicht. Weiß nicht, ich muss da nochmal überlegen. Okay, das lässt mich jetzt gerade tiefe Einblicke in deine Seele kriegen. Nein, nein, alles gut. Aber was mich jetzt gerade nochmal interessieren würde, du hast erzählt, als du deinen ersten Hund hattest, den Schäferhund-Mischling, du warst gerade 14. Und es war ein Hund aus dem Ausland, der von dir praktisch adoptiert wurde. War das denn damals für dich einfach, diesen Hund zu erziehen? Und mit ihm ein Team zu bilden? Ich kann mir vorstellen, dass es schwierig war. Ja, an dem Hund habe ich alles gelernt, glaube ich, was man so lernen musste. Das war schon eine ziemliche Rakete. Also aus meiner heutigen Sicht hätte man uns damals diesen Hund niemals vermitteln dürfen. So, das war eine völlige Vermittlung, wo ich heutzutage sagen würde, was haben die sich denn da getraut? Ja, also wir haben da durchgehalten. Also meine Mama hat mich immer darin bestärkt, du hast dich dafür entschieden, da müssen wir jetzt durch und das kriegen wir hin. Toll. Und es war wirklich mein Lehrhund. Da habe ich einiges gelernt. Ja, super. Ja.
Also ich hoffe, wir haben den Verein jetzt einigermaßen umfassend vorgestellt mit unserem Rundumschlag, den wir jetzt gemacht haben. Da würde ich jetzt nämlich mal zu der Schnellfragenrunde kommen, die sich auch eher so ein bisschen auf deine persönliche Hundeerfahrung bezieht. Eigentlich haben wir, glaube ich, jetzt einen ganz guten Rundumblick geschaffen. Wir sind, wie gesagt, auf unserer Homepage immer sehr aktuell. Da haben wir auch ziemlich viel Arbeit reingesteckt. Da findet man also ganz, ganz viel. Da kann man auch unseren Newsletter abonnieren, den ich versuche, in so einer nicht regelmäßigen Regelmäßigkeit auf die Beine zu stellen. Oder auch bei Facebook, da machen wir ganz, ganz viel. Da kann man sich eigentlich sehr gut informieren und wir freuen uns über viele neue Paten vor allen Dingen. Ja. Das hoffe ich, dass sich da einige Leute bei euch melden werden. Dein Top-Tipp für Hundehalter? Ich glaube, der Top-Tipp ist einfach, ein souveränes, cooles Auftreten hilft in ziemlich vielen Situationen. Cool. Würdest du einen Hundespaziergang lieber mit oder ohne Leine machen? Eigentlich immer am liebsten ohne Leine, weil da kann man, glaube ich, sehen, irgendwie was Bindung bedeutet. Aber man muss natürlich auch dazu sagen, dass man dann die Verantwortung darüber haben muss, dass sein Hund jederzeit kommt, wenn man ihn ruft. Das ist mittlerweile leider auch nicht mehr so. Und deswegen sage ich eher, dass viele Hunde einfach vielleicht erst noch mal eine Runde an die Leine gehören, bevor das alles so funktioniert. Richtig. Wenn du jetzt wieder einen Hund hättest, darf der ins Bett oder nicht? Der dürfte ins Bett. Bin da. Es kommt auf den Typus Hund an. Also wenn so die ersten Monate müssten wir uns da erstmal miteinander arrangieren, wer hier sowieso irgendwas darf. Aber dann darf der auch ins Bett, ja. Super. Trockenfutter oder was würdest du füttern? Ich habe schon alles gefüttert, weil es immer bei den Hunden drauf ankam, was sie wollten. Also Trockenfutter mit Nassfutter gemischt, nur Nassfutter, gebarft, alles dabei, kommt immer komplett, glaube ich, auf den Hund an. Ich glaube, man muss sich da gut informieren und mittlerweile ist der Markt natürlich auch erschlagend groß, dass man da auch ein bisschen in Ruhe wirklich gucken muss, was ist da eigentlich los, was für ein Energielevel hat mein Hund eigentlich und was gebe ich meinem Hund? Das ist, glaube ich, das Wichtigste so. Ja, finde ich auch. Was würdest du bezeichnen, ist deine Lieblingsbeschäftigung für Hunde? Ich weiß, das ist auch typabhängig, ne? Aber vielleicht kannst du einen Tipp geben. Ich glaube, Lieblingsbeschäftigung ist immer wirklich gemeinsam mit dem Hund irgendwie unterwegs zu sein, in der Natur, im Wald und da auch wirklich an der Bindung irgendwie zu arbeiten, in Kommunikation immer zu sein, auch unter Ablenkung mal miteinander sein zu können. Ich habe früher relativ viel Hundesport gemacht, da hat es mich eigentlich ganz weit weg getrieben von diesem Leistungsgedanken und Menschen, die da irgendwie sich mit ihrem Sportgerät Hund irgendwie austoben müssen. Da sehe ich mich selber gar nicht mehr. Wirklich raus, neue Orte entdecken mit dem Hund, zusammen Neues erleben und irgendwie ein gutes Team sein. So, das finde ich, glaube ich, echt am wichtigsten. Oder auch, was ich auch ganz toll finde, im Garten arbeiten und der Hund ist dabei. Auch herrlich. Ja. Hört sich auch gut an. Sehr schön. Klasse, sehr sympathisch. Ja, dann hoffe ich, dass sich ganz viele Leute für euren Verein interessieren und sich auf eurer Homepage umgucken oder auch auf Facebook eventuell ja vielleicht Lust haben, Paten zu werden oder eine Pflegestelle aufzumachen oder Pflegestelle zu sein und einen Hund aufzunehmen. Auf jeden Fall hoffe ich, dass ganz viele Leute auf eure Homepage gehen und sich das mal durchlesen. Das ist es auf jeden Fall wert. Und als allerletzte Frage möchte ich an dich noch die nach einem Buchtipp stellen, weil ich die eigentlich immer allen Interviewgästen stelle, weil ich so gerne lese. Liest du gern? Die Bücher sind erhältlich bei booklooker.de, dem Marktplatz für Bücher. Ich lese auch gerne. Es gibt, glaube ich, auch jetzt da erschlagende Literatur mittlerweile. Und was ich eigentlich sehr, sehr schön finde als Message, da gibt es jetzt auch gar nicht ein Buch, alle Bücher, die Miriam Kort eigentlich geschrieben hat als Herdenschutzhund-Expertin, finde ich absolut lesenswert, A, wie es geschrieben ist, B, vom Inhalt her. Man muss gar nicht den Herdenschutzhund zu Hause liegen haben, um das zu verstehen, was da transportiert wird. Weil da wird eben ganz viel über Bindung und Kommunikation und Beziehung gesprochen und nicht, wie konditioniere ich meinen Hund mit dem Frohlick, dass er jetzt nicht mehr den Nachbarshund anbaggert, sondern da geht es halt eben um viel, viel mehr. Und ich glaube, das ist eben Hundeerziehung. Und Hundeerziehung ist nicht Sitz, Platz, Fuß und ich schiebe den Kicks da rein, sondern wir sind ein Team und wir gehören zusammen und wir können es aufeinander verlassen. Mhm. Ja, absolut richtig. Gibt es einen Buchtipp für Rumänien, wo man sich vielleicht mehr über das Land informieren kann oder wo man was über das Land erfährt, vielleicht ja auch als Belletristik? Weiß ich gar nicht so genau. Ich habe einen Krimi gelesen, der im Bereich der Karpaten spielt, wo ich da auch unterwegs bin. Ich weiß den Namen aber gerade gar nicht mehr. Aber was ich generell für Rumänien wirklich empfehlen kann, sind die Westkarpaten. Da gibt es tolle Reiseführer und tolle Flora und Fauna. Wer sich da interessiert, wird da auf seine Kosten kommen. Auch gerade was Klettern angeht, tolle Wanderwege gibt es da in den Westkarpaten. Bei Lea Kulane als alter ursprünglicher Kurort, wo Kaiserin Elisabeth schon hofiert hat und die im Schwefel gebadet hat.
Es gibt auch sehr viel Kultur und sehr viele Lost Places mittlerweile dort. Cool. Also sehr, sehr spannende Ecke. Super, vielen lieben Dank für diese tollen Tipps. Anna, allgemein vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für dieses Interview. Toll, was ihr da für ein Engagement an den Tag legt. Ich bitte dich, mach weiter so, bleib dran und schaff dich irgendwann selber ab. Und ja, toll, wirklich. Ich liebe das, was ihr mit eurem Verein da macht und möchte das gerne hier mit dem Podcast und ja, vielleicht irgendwann auch mal mit der 1-Euro-Spende im Monat unterstützen. Dankeschön. Ja, ganz vielen lieben Dank für deine Einladung, für deine Mühen, die du dir jetzt machst, und du hast jetzt ja noch ein bisschen Arbeit mit Schneiden und Zusammenstellen und bin gespannt, was daraus erschaffen wird. Und ich sage auch vielen Dank fürs Zuhören heute. Hat euch dieser Podcast gefallen, dann teilt ihn doch mit euren Freunden und gebt mir eine 5-Sterne-Bewertung, denn nur so werden auch andere Hundefreunde auf den Podcast aufmerksam. Nun knuddelt euren Hund und gebt ihm ein Leckerchen und sorgt für ein Schwanzwedeln. Bis zur nächsten Folge. Wuff und tschüss.